So, heute wie versprochen mal ein Film über Männlein und Weiblein. Erstmal grundsätzlich, Schildkröten sind Reptilien, die haben eine Kloake. Das heißt, die Öffnung für Blase, Darm und Geschlechtsorgan ist in einem Loch und das ist im Schwanz. So, es gibt sekundäre Geschlechtsmerkmale und primäre Geschlechtsmerkmale. Über die sekundären wollen wir uns gar nicht so auslassen. Zum Beispiel sieht man hier, dass das Weibchen größer ist wie die zwei Männchen. Aber das soll uns erstmal nicht interessieren. Das prägt sich erst aus, wenn die Tiere ausgewachsen sind. So, also hier fangen wir beim leichtesten Kandidaten an. Griechische Landschildkröten. Und da sieht man ganz deutlich hier das kleine Stümmelschwänzchen und hier beim Bock ist der Schwanz bis rüber ans Bein. Dann könnte man hier sagen, diese Schilder sind bei den Weibern also breiter und bei den Männern schmaler und hier weiter ausgeformt, damit der Schwanz Platz hat. Also grundsätzlich ist der Schwanz größer und die Kloakenöffnung ist bei den Weibchen hier näher am Panzerrand und bei den Männern ist es dann weiter ab und auch länglicher. Des Weiteren sieht man hier mal ein sekundäres Geschlechtsmerkmal, das ist der konkave Bauchpanzer, kommt aber wie gesagt auch erst vor, wenn die Tiere ausgewachsen sind. Und Steppenschildkröten zum Beispiel haben das gar nicht. So, jetzt stellt sich die Frage, wie sieht es bei Jungtieren aus? Also ich sage, Geschlechtsbestimmung erst, wenn sie erwachsen sind. Ich habe schon viele Weibchen, vor allen Dingen bei Mauren- und Breitrandschildkröten gekauft, die dann doch Männchen geworden sind. Bei den zwei sage ich immer, Weibchen sind es, wenn sie Eier legen und Männchen sind es, wenn sie einen Penis ausstülpen. So, ich suche jetzt mal ein sechsjähriges Jungtier, das seht ihr mal beim Griechen dann schon die Tendenz. So, also die Tendenz ist hier eindeutig zu sehen, kleiner Bock. Ihr seht, das Schwänzchen geht schon bis hier rüber, aber hier zum Beispiel an den Schildern kann man das überhaupt noch nicht erkennen. Könnte auch immer noch ein Weibchen werden. Aber so länglich wie die Kloake ist, ist das meiner Meinung nach ein kleines Böcklein. So. Aber bei kleineren Tieren ist das nur Spekulation. So, jetzt gehen wir mal zu den Mauren, da sieht die Sache schon anders aus. So, hier ist es so. Gleich alte Tiere, eins ist viel größer wie das andere, also wahrscheinlich ein Weibchen. Und auch hier kann man eigentlich hier an den Schildern noch nichts Unterschiedliches erkennen. Aber hier links, wie gesagt, das kleinere Tier hat schon einen wesentlich längeren Schwanz. Und ich vermute, dass das jetzt Männlein und Weiblein ist. Aber festlegen würde ich mich da nicht. Also hier, das ist ein Bock auf jeden Fall, denn da ist auch schon mächtig aufgestiegen. Ist aber auch kein hundertprozentiges Zeichen, denn es steigen auch Weibchen auf. Aber hier geht es schon langsam los, dass er einen konkaven Bauchpanzer bekommt. Also hier bin ich mir ziemlich sicher, dass das Männlein und Weiblein ist. So. Sieht man es auch so nochmal. Ja, also ich denke schon eindeutig. So, jetzt noch die Breitrandschildkröten. Da ist es mit den Größenunterschieden nicht so. Das ist meistens der Bock genauso groß wie die Weiber. Aber auch hier sieht man es, der Schwanz geht hier bis hier rüber. Ist jetzt ein kleiner Bock, aber schon geschlechtsreif. Auch hier beginnt der Bauchpanzer konkav zu werden. Und die Weiber
haben im Prinzip ebenfalls einen kürzeren Schwanz. Ja, so ganz sieht man das. Auffällig ist es nicht. Das andere Weib noch. So, bei dem sieht man das ja ein bisschen besser, dass die Schwänze schon unterschiedlich sind. Man sieht es vor allen Dingen an der Kloakenform, aber das kann ich euch jetzt hier nicht so zeigen. Also hier sieht man es eventuell schon ein bisschen, dass die Schilder hier länger werden wie bei den Weibern. Aber wie gesagt, seid euch da nicht so sicher bei Breitrandschildkröten. Wenn die Weiber Eier legen, dann sind es Weiber. Ich habe da schon die tollsten Sachen erlebt. So, jetzt gucken wir uns mal noch ein paar kleine an. So, jetzt haben wir hier mal eine zweijährige und eine einjährige. Ja, man könnte da auch schon denken, dass es Böcke werden. Ich hoffe es ja nicht. Aber wie gesagt, bei zu kleinen Schildkröten sollte man noch etwas abwarten. Hier wäre ich mir schon fast ziemlich sicher, dass es ein kleiner Bock wird. Aber hier bei dem rechten Tier noch nicht. Also ich sage mal, unter 5 Jahren sollte man sich da nicht irgendwie auf Spekulation einlassen. So, aber ab wieder. So, und bei ganz kleinen, also jetzt dreivierteljährige, ja, was soll man sagen? Das behaupten ja manche, sie könnten es schon erkennen. Und dann würden meine Böttgeries alles Böcke werden. Und die Herzi ist alles Weibchen. Die haben nämlich alle kleinen Stümmelschwanz und hier, die haben eigentlich schon von Anfang an so ein längliches Schwänzchen. Also um es nochmal zu sagen, abwarten. So, hier mal noch zum Vergleich zwei kleine Herzis. Naja, also wie gesagt, abwarten und Tee trinken. So. Das war es zum Thema Männlein und Weiblein. Ich hoffe, es sind alle Unklarheiten beseitigt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Bruder Harry.